dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gute mit dem Flow. Euer Fritz ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ich zeige dir in diesem Video, dass das neue DLC kurz vor der Tür steht, beziehungsweise dass ein ganz kleines Update uns erwarten wird. Und ja Leute, bevor wir zum eigentlichen Video kommen, ich würde es riesig freuen, wenn wir auch dieses Video hier 300 Likes schaffen würden, wäre auf jeden Fall richtig stabil, Leute. Außerdem ist es so, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir doch auf jeden Fall ein Abo da, würde euch auf jeden Fall nicht schaden und vergesst meine Kollegen Keks und Sally nicht abzuchecken. So Leute, aber ich würde dann mal sagen, wir starten mit dem eigentlichen Video. So Leute, und zwar wie der ein oder andere von euch da draußen weiß, ist bald der 4. Juli. Und was ist am 4. Juli? Und zwar ist dort der Unabhängigkeitstag in Amerika. Ihr denkt euch jetzt, was ist das überhaupt für ein Feiertag? Ich sag es euch. Und zwar, Leute, ist der Unabhängigkeitstag der Geburtstag, an dem die Vereinigten Staaten als freie und unabhängige Nation galten. Und die meisten Amerikaner nennen sie einfach 4. Juli, weil das am 4. Juli unterschrieben wurde. Also das heißt normalerweise Independence Day bzw. Unabhängigkeitstag. Und das Ding ist, dieser Tag soll einfach daran erinnern, an den Tag, wo halt USA die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat. Und zwar vom 4. Juli 1776. Und jeder, der in der Schule aufgepasst hat, weiß auf jeden Fall, womit das zu tun hat. Und zwar mit den 13 britischen Kolonien, mit dem Krieg und so weiter, aber da möchte ich nicht drauf eingehen, weil sonst erzähle ich hier euch einen 20-minütigen Roman, was wie passiert ist und so weiter. Also da könnt ihr euch ja im Internet auch mal ganz bisschen klug machen. Und ja Leute, dieser Tag wird einfach gefeiert mit so patriotischen Paraden, mit Konzerten, Feuerwerken und Leute malen sich die USA-Flagge ins Gesicht und ja, das ist wie gesagt halt ein sehr wichtiger Tag für die USA und dort sind auch alle Schulen frei und so weiter. Also ist auf jeden Fall schon ein großer Feiertag. Und jetzt denkt ihr euch, was haben wir denn letztes Jahr bekommen? Ich habe das voll vergessen, Fraps. Natürlich sage ich euch einfach, was da dabei war. Und zwar, Leute, waren sau viele Sachen dabei. Als allererstes gab es einen neuen Rollercoaster, den wir damals im Spiel hatten. Dann kamen natürlich neue Klamotten. Und zwar sowas wie die USA-Klamotten mit, ihr kennt bestimmt, denke ich mal, die USA-Klamotten mit Hemden, Hosen, T-Shirts und so weiter. Außerdem, Leute, kamen was richtig Geiles rein. Und zwar, Leute, nehmt euch in Acht, also da kommen so Masken kamen mit diesem DLC damals. Und zwar ist da auch sogar die Stiermaske mit dabei. Da sind so Masken wie der Adler und so weiter drauf. Und also, falls ihr das Fraps-Outfit machen wollt und ihr habt die Stiermaske zum Beispiel noch nicht gehabt, dann werdet ihr sie auf jeden Fall bald machen können, denn mit dem Independence Day DLC werden diese Masken kommen. Und es ist so, Leute, dass wir neue Hüte bekommen werden, wie zum Beispiel den USA-Hut oder den Bierhelm können wir auch bekommen, je nachdem halt, ob Rockstar Games lustig ist. Das Feuerwerksabschussgerät werden wir wahrscheinlich bekommen. Dann werden wir die Muskete mit reinbekommen, ein paar neue Haarschnitte, wie zum Beispiel den Fukuhila, vielleicht sogar auch Feuerwerk, da es aber leider in den letzten Jahren nicht dabei war, also in den letzten zwei Jahren nicht dabei war, bin ich mir da im Unklaren, ob wir das Feuerwerk zum Beispiel bekommen werden. Also das Feuerwerk konnte man einfach damals auf dem Boden platzieren, also da bin ich mir einfach mal gespannt und ich hoffe, dass es auf jeden Fall kommt, wäre auf jeden Fall interessant. Außerdem kommt noch der Reifenqualm mit ins Spiel, Leute, und zwar der dreifarbige Reifenqualm und wir bekommen den Liberator wieder ins Spiel, aber ich denke mal, der ist schon im Spiel und ihr habt ihn euch vielleicht schon gekauft. Dann, Leute, bekommen wir noch das Motorrad, was der ein oder andere von euch auf jeden Fall da draußen kennt, und zwar die Western Sovereign, Leute. Und das war eigentlich das, was jedes Jahr mit dem DLC mit reinkommt. Das heißt, falls ihr die letzten Jahre verpasst habt, solltet ihr auf jeden Fall jetzt dabei sein. Weil, wie gesagt, Leute, ihr bekommt die Bierhelme, dann bekommt ihr die Masken. Das ist sehr entscheidend für das Fraps-Outfit, weil mich da einige gefragt hatten, wie bekomme ich Bierhelm, Maske und so weiter. Und ja, mit diesem DLC wird es auf jeden Fall gehen. Und es ist so, Leute, was wird mit dem neuen DLC kommen? Oder wann wird das neue DLC kommen? Also, meiner Meinung nach, Leute, wird am 29. am Donnerstag, also nächste Woche Donnerstag, wird das Independence DLC in GTA 5 im Online-Modus freigeschalten und es wird so circa bis zum 6.7. gehen. Und in dieser Zeit können wir halt diese Artikel hier kaufen. Und wie gesagt, mit dem neuen DLC werden viele neue krasse Sachen reinkommen. Und zwar werden wir neue Waffentarnungen kriegen.
wie zum Beispiel diese USA-Tarnung hier, die wird auf jeden Fall für Waffen, für die Skins sein. Ich zeige euch jetzt mal die Skin-Beispiele, und zwar sind die für den MOC, Leute. Hier ist zum Beispiel ein Adler, der die US-amerikanische Flagge sozusagen aufgerissen hat, und das Adler ist halt wie gesagt so ein Symbol für die Amerikaner, das ist ein sehr wichtiges Tier in der USA. Und da sehen wir den MOC natürlich auch mit aufgetunt, sieht auf jeden Fall richtig fresh aus. Genauso wie eine ganz normale USA-Flaggentarnung, der auf dem MOC drauf ist. Dann haben wir hier noch diesen einen Adler, der hier jetzt so ein bisschen Attacke schiebt, sage ich jetzt mal, der hier ein bisschen im Angriffsmodus ist. Und zwar hat der zum Beispiel die Miniguns gegriffen. Also das ist für mich coolste Design auf jeden Fall. Und es sieht einfach am freshsten aus. Außerdem gibt es noch ein rotes Design, wo wir halt dann nur diesen Adler, der halt hier irgendwas aufgerissen hat, zu sehen bekommen. Vielleicht werden sogar noch die ein oder anderen neuen Masken oder sonstige Sachen geleakt. Also Leute, wir können uns auf jeden Fall gespannt machen. Seid auf jeden Fall aktiv, was das angeht. Und es gibt, wie gesagt, neue übel krasse Sachen. Und ihr dürft das auf jeden Fall nicht verpassen. Wie gesagt, das wird meiner Meinung nach nächste Woche Donnerstag kommen. Wird über eine Woche gehen. Und da solltet ihr auf jeden Fall aktiv sein. Vielleicht meinen Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen möchtet, Leute. Die Klingel auf jeden Fall auch aktivieren. Und heute Abend wird auf jeden Fall noch ein Video folgen, Leute. Dann würde ich eigentlich schon mal sagen, das war es dann eigentlich auch schon so mit dem Video. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich nochmal sagen, haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.